Moin Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Buschi, FIFA 17 mit mir, Playgestalt und natürlich Buschi und Frank Walter Steinmeier. Nee, das Wolf geht Christoph gar nicht in dieser Phase so. Der Vorbereitung. Und das sind sie ja. Also, mit einem wunderbaren gegen den wir spielen gegen Villarreal im Halbfinale dieses Asian Cups. Ja, und wir haben sich jetzt auch noch, mal noch keine Neuzugänge seit dem letzten Mal. Da sind, wir sind aber drauf und dran. Emre Mor ist wieder fit, der spielt wieder für Erik Durm und auf der Seite so von Dembélé. Ich bin ein bisschen an. Überlegen, ob ich da den Maximilian Philipp Schauen vielleicht noch kurz auf Formation. Müsste er ja spielen können. Offensives 3-4-3 werden. Schade. Das Motto ist klar, volle Power. Und trotzdem, wie gesagt, wir sind hier voll geht gar nicht, wenn du die Mannschaft auf so Plan, voll auf Kurs. Hier eine also richtig geile Mannschaft. Ich habe Weigel theoretisch einsetzen können. Unser Blick auf die Formation. War mir dann aber zu 4-4-2. Unsicher. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Da habe ich mir gedacht, nee. Letztes Mal nochmal da Hut auflaufen, ist genauso gut. Ei! Freistoß, richtig ja, faul für mich. Keine Verwarnung, was? So früh im Spiel. Tun es auch ein paar. Schölle ist unser erster Abgang von gibt's den jetzt die Gelegenheit? Bekannten Namen. Eckball gibt's. Der ist wieder zurück zu Wolfsburg gewechselt. War ihm wohl nicht schön genug im Pott. Da will er lieber in die Golfstadt. Ja. Der Ball wieder bei Dortmund. Leute, anbieten. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Immerhin. Guerrero. Aubameyang. Da bietet sich aber auch kaum einer an. Ich muss ihn die ganze Zeit quer spielen und erst so Emre Mor. Da schickt er den Mitspieler. Das ist eigentlich ein Linksfuß, ne? Ja, ne? Alter! Und da brutales Einsteigen hier. Foul. Absolute Frechheit, rote Karte. Bist du eine Frau? Ja, der muss der Gelb geben. Und Matteo aus dem Freistoß. Achso, das ist ja. Sie jetzt wirklich was machen? Eine gute Gelegenheit, um hier zum Tor zu kommen. Aubameyang. Zack, drin ist er! Brillant gemacht! Standardmäßig bin ich so Schluss, standardtechnisch ja echt so gut. Rein. Also im Standard bin ich standardmäßig ja, gut. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Der war tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so. Weiter geht's! 1-0 gegen Villarreal. So langsam kommt die Chance hier ins Rollen. So ein Kopfballtreffer, da freut sich der Ich bin gespannt, wann wir unseren ersten harten Dämpfer erleiden. Noch ohne Niederlage bisher. Schön zu sehen. Wie konzentriert sie da zu Werke geht. Was ganz gut ist. Da passt er auf und geht dazwischen. Möchte ich weitestgehend auch vermeiden. Hier ist schon wieder keiner anspielbereit. Emre Mor hier im Zentrum. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Da war ein Füßchen dazwischen. Der Gegner hat den Ball. Rückzug! Spielt den Ball in den freien Raum. Er war nicht ungefährlich, dass da Bartra... was der da gemacht hat, aber so ist alles gut. Wir haben ja schon richtig gute Spiele im Turnier gesehen. Man merkt, alle nehmen diesen Wettbewerb ernst. Ja, und das sollten sie auch, Wolf. Eine bessere Vorbereitung kann es doch nicht geben, als wenn du dich auf Top-Niveau das war kein mit guter anderen Pass Mannschaften mir misst. So, natürlich. Aha! Kein Problem. Er holt sich den Ball. Habe ich ganz kurz gedacht, ich habe ihn unter Kontrolle. War falsch gedacht. Aber defensiv-technisch wird das immer besser bei uns. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Auswirkung hat, weil wir hier auch ein bisschen auf Kontinuität setzen. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber sicher. Noch. Aha! Sie machen Druck auf ihn und so. Ich sollte dieses Haha lassen. Soriano. Jetzt sind sie am Ball. Ball draußen, da haben sie ihn gut gestört. Hat der mich gerade umgehaxt? Ja, der sieht aber auch 1:1 aus wie Emre Mor. Nicht. Na gut, der Hut ist jetzt nicht bekannt dafür, der richtig krasse Kopfballspieler zu sein. Ja, aber die rechte Seite hier mit Dembélé und Mor, die gefällt mir richtig gut. Reus fällt da ein bisschen ab. Aber schon in den letzten Spielen hatte ich so den Eindruck, dass das nicht so funktioniert. Aber Reus, wir kennen ihn, ist am Ende dann doch verletzt. Das ist doch einfach. Gut. Wir kommen nicht umher. Und da gibt's jetzt. Frage steht doch nochmal auf. Nein. Er liegt außerhalb. Reus ist verletzt. Ich frage mich aber nochmal rein. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er liegt immer Defensive noch draußen. Ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Och, sicher. Sicheres Passspiel. Jetzt Aubameyang. Ich kann ja mal unten beim Vorbeirennen. Hallo, Marco! Klasse Einsatz! Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch.
Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. So war das nicht geplant. Marco winkt die ganze Zeit und hallo, hallo, hallo Trainer, hallo, hallo. Er ist wieder drin. Schön. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Ich befürchte, ich muss ihn gleich auswechseln. Er hat da wieder traditionell die... Offensichtlich kann er trotz seiner Beschwerden weitermachen. Traditionell die Vorbereitung mitgemacht. Und am Ende geht er ohne Saisonpflichtspiel nach Hause. Das wäre echt übel. Die Möglichkeit zu flanken. Und ich denke, ich werde ihn. Ich werde ihn nachher zur Halbzeit auswechseln. Wir haben ja noch ein paar gute Spieler auf Kante, die da auch mal rein wollen. Zum Beispiel ein Christian Pulisic, der da spielen könnte. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Rino könnte dann nicht. Sauber vom Ball getrennt hier. Muss jetzt echt ein bisschen über. Geht die Pille her. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden, das könnte was. De Boré! Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit schiedsrichter Ball weiter. Ja, gut, diesmal ist es gerechtfertigt. So, darf ich wieder steuern? Dankeschön. Schwätz. Die Möglichkeit. Er heißt sich ernsthaft Schwätz. Den Schuss hält der Torwart. Gute dann Gelegenheit. Hau ich den mal hier aus dem Winkel rein. In den Winkel raus. Rein in den Winkel. Drei Minuten gibt's noch zusätzlich in dieser Partie. Da gewinnt er den Zweikampf. Soll mich nicht stören. Dembélé. Bin schneller als du. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. So, mit Halbzeit. Wunderbar, wir können wechseln. Juhu! Wer darf denn heute rein? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Oh, Juve führt 1-0 gegen die Samsungs. Da könnte doch ein schönes Finale anstehen. Reus darf raus. Ah, Pulisic hier rein. Mbappé darf rein. Hier zum Beispiel, hier könnte ich jetzt genauso gut, wie heißt er? Maximilian Philipp spielen lassen. Castro, Dahoud. Gehen wir mal Dahoud noch die Pause. Darf ich noch öfter wechseln? Oh, ich darf nochmal wechseln. Geil. Jawohl! Leute, das ist ja richtig nice. Paslak hat jetzt halt leider so irgendwie gar keine Position gespielt können. Rechts, Linksverteidiger. Der darf jetzt noch für Bartra ran. Dann passt das. Heute machen wir mal Roundup. Wir sind 1-0 in Führung. Ich weiß, es ist gewagt, aber ich möchte halt einfach, dass die Spieler auch ausgeruht hier durchdürfen. Und weiter geht's. Ganz genau, Wolf. Machen wir halt mal unsere gefühlten 20 Wechsel. Das wird Freistoß. Aber wir haben ja immer noch eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz. Nur defensiv sind wir also ein bisschen schwach vielleicht ausgestellt. Aber das soll sich stören. Da trennt er ihn vom Ball. Das könnte gefährlich werden. Dembélé. Ist das voll hier? Gelegenheit, da kommt er schon. Oh, den Ball hui. Er auf dem Bierdeckel. Jetzt wird gleich die Ecke reinkommen. Okay. Ich war da schon mal besser. Aber kann ja nicht immer so gut laufen. Und Piszczek. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Alles easy. Gonzalo Castro. Falscher Spieler. Foul, Freistoß. Ja, das und das ist eine gute Gelegenheit. Jetzt habe ich geübt. Pass auf. Er kann hier Freistöße schießen. Mhm. Kraft ist mir egal. FSP. Also Freistoßpräzision, oder? Der Schiedsrichter lässt sie und die Spieler nutzen das aus. Jetzt ist die Mauer doch Habe ich nicht drauf geachtet. Danke, lieber Schiedsrichter. Rafael Guerrero, wir haben keinen Standardschützen. Ich darf jetzt dann, gell? So, der wird, pass auf. Und jetzt kommt der und die gute Gelegenheit zieht davon. Also, ja, der Freistoß war nicht schlecht. Wenn es etwas gibt, was ich im FIFA 17 überhaupt nicht kann, Standards. Also Standards im Sinne von Freistöße und Freistöße ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität. Elfmeter sind auch so eine Sache. So ein absoluter Abfuck für mich. Bruno. Das funktioniert nicht. Ich gebe jetzt hier richtig Gas, habe ich den Eindruck. Gutes Tackling. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen.
Soriano. Im Übrigen sind auch transfertechnisch dieses Jahr bisher noch nicht so viele Spieler gewechselt. Ich glaube, der bekannteste ist dieser, also neben unserem Kader logischerweise, da ist natürlich am meisten Betrieb. Soriano. Ist hier der Azpilicueta, der, ich glaube, Verteidiger ist er bei Chelsea. Und der ist zu Barcelona gewechselt, der Wahnsinnige. Schön, Castro. Dembélé schicken. Jetzt eingeblendet die nächste Bundesliga-Partie der Gastgeber. Und da gibt es das den Elfmeter. Wunderbar. Habe ich eigentlich gerade quergelegt. Hätte er mir auch den Pass geben können. Und rot hinterher. Ganz klare Entscheidung. Er war letzter Mann. Ja, Real, so das tut mir leid für euch. Nichts anderes. Pass mal auf, jetzt kommt der Monster-Elfmeter. Traumhaft. Nice! Souverän verwandelt, dieser Elfmeter. Sehe ich auch so, aber ich wusste gar nicht, dass der Sieben, gemacht, auch auf diesem dass der Dembélé links fließt. Ich dachte immer, der wäre rechtsfuß. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Also auch in Realität spielt er mit seinem Rechten besser. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Kann man sich nicht ausdenken, ne? Das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Bruno! Mars? Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, er hatte selber so verkackt. Nun gut. Weggeköpft, rausgeschossen, die Sache ist durch. Wunderbar! Und oh, jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Das wäre schon der Oberknaller gewesen, hätte der den Ball da vorne abfangen können. Au! Angel. Di Maria, ah ne. Manu Trigueros. Ja, der gute alte Manu, den kennt man doch gerade. Wir sehen hier gleich den Wechsel. Das war doch kein Abseits, Schiri. Wieg doch nicht mit deinem Fähnchen da oben. Das war eine schwierige Entscheidung. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass das Abseits war. Aber gut. So ist das Leben. Guerrero. Coole Sicht. Der ist noch frisch. Oh, der war jetzt außennetz. Ich habe gedacht, der wäre. Logischerweise habe ich gedacht, der geht rein. Interessant, die Ballbesitzstatistik. Dortmund ist ja bekannt eigentlich dafür, dass sie mehr Ballbesitz haben. Aber so. Und nun Götze. Sie scheinen sich den Gegner zu recken. Jetzt vielleicht. Der Mbappé! Der Ball war ziemlich harmlos. Hat sie da gut gemacht. Heute bisher ohne Tor. Ich bin enttäuscht. Dabei hat er ja deutlich mehr Zeit dieses Mal. Nee, hat er nicht. Ich weiß es doch. Ihr habt ja recht. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Und nun Castro. Piszczek. Falscher Mann! Oh, warum spielt er denn nicht den Dembélé da oben? Der wäre so schön frei gewesen. Ärgerlich. Gonzalo Castro. Abseits. Ah, er gibt Abseits. Schade. Aber kontern können wir bisher soweit. Also die Wege stimmen. Mir gefallen generell so die auch die Wege. Also man, das sieht jetzt nicht so aus, wo du denkst, um Gottes Willen, was soll er daraus nur machen? Sondern 90% der Fälle aus solchen echt dummen Dingen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Guck's hier, da verlieren doch ganz Sie gut. Den Ball, da wäre mehr drin gewesen. So, da wird's angezeigt. 4 Minuten zusätzlich, sehen wir noch. Kommen wir hin, die kriegen wir auch noch vorbei. Der Ball kommt gut. Flanke war nicht schlecht, aber die Abwehrspieler standen gut. Er ist frei. Schicken wir mal Mbappé in die Ecke. Sehr gut aufgepasst. Aber egal, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Ganz ruhig. So. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff.
schießt er ihn rein. Ah. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler... Da wollte ich den Schlenzer ansetzen, aber es hat nicht ganz geklappt. Aber trotzdem, 2-0, souveräner Sieg gegen Villarreal. Ich gehe mal von aus, wir dürfen gegen Juve ins Finale. Sehe ich das richtig? Ja? Jetzt? Nein? Jetzt? Jetzt! Jawohl! Gegen Juventus Turin geht's im Asia Elite Cup ins Finale. Schöne Sache. Da haben wir mal einen richtigen Härtetest gleich auf der Brust. Das ist doch mal schön. Dann sehen wir mal, ob wir uns da auch gut verhalten können. Uff, wir haben sogar ein Interview. Aber davor gucken wir mal kurz an. Egal. Ach, guck an! Reus hat sich ein überdehntes Knie zugezogen, fällt für 3 Wochen aus. Verrückt, oder? Die anderen mussten wir direkt auswechseln. Die wären dann für 4, 5 oder was waren es? 9 Tage bei Weigel. Ja. Reus gleich 3 Wochen. Das ist natürlich ärgerlich. Turnierpreisgeld ist mir egal. Pressekonferenz können wir uns auch noch kurz reinziehen. Wir... warte mal. Ich möchte Buffon loben. Buffon ist sowieso so ein Spieler, wo du denkst, wow, richtig guter Mann. Aber jetzt haben wir hier erstmal das Problem mit dem verletzten Reus. Jimenez nimmt an. Schön. Hier darfst du zu uns kommen. Finde ich wunderbar. Zack, Unterschrift ist runter. Wir haben einen neuen Verteidiger. Aber warum nimmt er ab? Er möchte wissen, welche Rolle er im Verein hat. Okay. Habe ich wirklich nur 27 geboten? Dann kriegst du halt hier... Er will ein Rotationsspieler sein. Trifft eigentlich auch ziemlich genau. Also er kann sich dann durchaus drauf einrichten. Aber es ist geil, dass wir hier Jimenez gewonnen haben. Wunderbar. Kaspar Dolberg hat akzeptiert und Donnarumma hat akzeptiert. Leute... Wir haben die Mannschaft dann damit eigentlich zusammen. Damit haben wir Dolberg und Donnarumma. Ziemlich nice. 16 Millionen haben wir noch. Das sollte für den guten Herrn, wie heißt er jetzt nochmal? Hier, ne? Maximilian Philipp. So, jetzt habe ich es dann auch. Gegenangebot erhalten. Ach, der Scufetti fehlt auch noch. Gehalt 20.000. Wir wissen, welche Rolle er hat. Ja. Sporadischer Spieler. Dann weiß er seine Rolle. Ist mir egal. Soll er doch machen. Wir haben das nächste Spiel gegen Juventus Turin vor der Brust. Und davor baue ich noch ein bisschen an der Mannschaft rum. Ich hoffe, wie gesagt, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr öfter im Kanal seid, ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Spiel gegen Juventus Turin. Und dann beginnt auch schon die Bundesliga endlich. Ja, ich glaube, das war's. Ich habe mich verhaspelt. Schön. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und may the fun be with you.